Unsere erste Station wurde 1999 eröffnet, am Georgplatz mit den ersten Galerien. Dort finden regelmäßig interessante Ausstellungen statt. Das Gebäude fördert seit Jahren Kunstprojekte und liefert so wertvolle Impulse für eine starke Region. Es hat von Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Das Beste, der Eintritt ist frei. Das nächste Gebäude ist ein wichtiges Stück für Hannover. Seit 1994 ist es ein privatisiertes Gastspielhaus mit umfangreichem Gastspiel- und Eventprogramm. Es werden Konzerte, Gastspieltheater, Tourneetheater, Musicals, Opern, Ballett, Comedy, Messe- und Filmpartys und vieles mehr aufgeführt. Dort treten Comedien wie Jürgen von der Lippe auf. Die Eintrittspreise variieren je nach Veranstaltung. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.
Das Gebäude bietet insgesamt 1,4 Millionen Medien, allgemeine und wissenschaftliche Literatur aus allen Fachgebieten an. Es ist ein leistungsfähiges, vernetztes System. Es bietet allgemeine Informationen für Schule und Beruf, Hobby und Freizeit, Spaß und Unterhaltung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 11 Uhr bis 19 Uhr, samstags 11 Uhr bis 16 Uhr. Es ist die Stadtbibliothek Hannover.
Es bietet verschiedene Kurse, wie zum Beispiel DE und Akustikgitarre, Gesang, Querflöte und viele andere an. Die Preise betragen für einen Einzelkurs 89 Euro pro Monat, für den Doppelkurs 59 Euro und für Gruppen ab 3 Personen 45 Euro. Ein Kurs dauert 45 Minuten und findet einmal wöchentlich statt. Eine Ermäßigung ist verfügbar. Man kann eine kostenlose Probestunde in der Musikschule vereinbaren. Unsere nächste Station gibt es bereits seit 1999. Es herrscht dort das Ambiente zwischen Varietébühne und klassischem Zirkusrund. Die Präsentationen finden im Zirkuszelt statt. Das Zelt mit 200 Plätzen ist rauchfrei und klimatisiert.
Es gibt eine kleine, aber feine Getränkeauswahl. Die Aufführungen finden im Zirkuszelt hinter dem Haus der Jugend statt. Die Preise betragen für einen Erwachsenen 14 Euro, mit Ermäßigung 10 Euro und Kinder unter 12 Jahre 8 Euro. Ab 4 Personen sollte man eine Reservierung machen und ab 10 Personen gibt es sogar eine kleine Überraschung. Kartenvorbestellung erfolgt telefonisch bis 16 Uhr. Das Rampenlicht-Varieté.
Das nächste kulturelle Angebot ist vor mehr als 150 Jahren entstanden. Es bietet helle, großzügige Räume und ein modernes Ausstellungskonzept für besondere Erlebnisse. Um sich mit einzelnen Themen genauer zu befassen, bietet das Museum viele Möglichkeiten ab. Unter anderem gibt es ein Bistro mit Terrasse und einen Museumsshop. Die verschiedenen Sammlungen des Museums wurden in mehreren Themen unterteilt. Das Museum bietet spezielle Angebote für Schulklassen, Familien, Geburtstagskinder und Reisegruppen an. Wie Sie sehen, handelt es sich um das Niedersächsische Landesmuseum in der Willy-Brandt-Allee 5. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr. Tageskarten für Erwachsene betragen 4 Euro und für Familien 9 Euro. Kinder bis 4 Jahren haben freien Eintritt und freitags von 14 bis 17 Uhr ist für jeden freier Eintritt.
Dieses Museum bietet viele Ausstellungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Unter anderem gibt es an Seniorenprogrammen, Tagungen und Symposien, wie auch Forum- und Kursprogramme. Das Museum verfügt über einen Shop und ein Restaurant. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 7 Euro, mit Ermäßigung 4 Euro. Kinder bis 12 und auch Schulklassen haben freien Eintritt. Am Freitag ist für jeden ein kostenloser Besuch möglich. Weitere Informationen findest du auf der Homepage sprengel-museum.de. Am Kurt-Schwitters-Platz angekommen sieht man das Sprengelmuseum.
Die nächste Station entstand am 29.05.1923. Es bietet kostenlose Funkhausführung für Gruppen von 10 bis 20 Personen an. Das Mindestalter beträgt 12 Jahre. Die Führung dauert 2 Stunden. Das Landesfunkhaus liegt am Rudolf von Bennigsen Ufer 22. Kultur, Skater, Skater, Kultur, Kennen, Kultur.